Herzlich willkommen zurück zur Let's Play COD. Ja, weiter geht's. Dritte Mission und Next Game. Lasst uns froh und munter sein und uns heute COD spielen. Lustig, lustig, ballern, ballern, ballern. Los, lad doch einen hin hier. Ich bin gespannt, wie es rum. Anders als bei den Marines, aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Verdammt nochmal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Rück kein Unsinn. Ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterwäldler Arsch einen sieht, der noch alle Zähne hat, aber reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Seht ihr diesen Scheiß? Nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was können wir für Sie tun, Sir? Fürs Erste reicht ein Glas. Das geht noch besser. Setzt euch, Jungs. Beim Militär gibt es ein Sprichwort. Behandle deine Männer wie geliebte Söhne und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Das Feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht. Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser. Und setzte sich täglich größere Ziele. Respekt. Also, die haben es verdammt gut gemacht. Ich bin gespannt, wie der Multiplayer wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Und darauf bin ich auch noch gespannt. Aber ich möchte jetzt erstmal den Singleplayer durchspielen und dann werde ich mich mal um den Multiplayer kümmern. Bei uns hier in der Gruppe bin ich wieder der Einzige, der COD spielt. Die anderen stehen da nicht so drauf. So, was haben wir? Kernspaltung. Bußsprung, Schal und Stern. Völker der Welt, ihr habt euch hinter dem Schutz der Technologie versteckt. Technologie ist wie Krebs. Ich werde euch von diesem Geschwür befreien. Ich setze die Welt zurück in ihren Ausgangszustand. Ich bin Hades. Ich bin euer Retter. Ares 2er, bitte visuellen Überblick über Planquadrat. Bitte bestätigen. Seht ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position! Oh mein Gott! LOL. 2-3, halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien, over. Negativ, keine eingeschränkten Einsatzrichtlinien, 2-4. Freigabe für alle Ziele, over. Das wird ein Spaß, Mitchell. Wie Korea. Nur mit mehr Strahlung. Oh, ich liebe Harmonie im Krieg. Oh, ach du Scheiße.
Scheiße, hallo, wir sind hier beim Atomkraftwerk. Lol, voll die Laserwaffe. Guter Treffer. Landezone ist sicher. Wir sind in Position, Bravo. Bringen wir es hinter uns. Einsatz. Team 2 im Einsatz, over. Mitchell, Seilrutscher einsetzen. Wir sind am Boden. Stoß noch 3 Uhr dazu. Willkommen zur Party, Bravo! Sag jawohl, Sir! Alpha scheint in der Scheiße zu stecken. Wir rücken mit ihnen zum Zielgebäude vor. Yes! Ich bin der Lasermann! Ich bin der Lasermann! Iron Man ist ein Witz gegen mich, Mann! Hinter diese MCDs und Feuer erwidern! Hinter diesen Drohnen in Deckung gehen! MT-Pilot, Zulu gefallen! Wiederhole, Zulu gefallen! Alter, was das abgeht, Leute! Ich bin gerade voll überfordert hier in dem Spiel. Jemand darum kümmern! So, jetzt kommt Papa! Hä? Unser Drohnenpilot hat sich gerade eine Kugel angefangen! Könntest du da einsteigen? Alter, Leute, das ist doch unnormal, oder? Kontakt zu einer Munitionskiste!
sein, oder? Jetzt kriegen wir den nicht zerstört, oder was? Dafür bin ich... Ja! Die KVA hat soeben einen Titan auf den Hof gerollt. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Mitchell, schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus! Alter, warum bin ich denn tot? Wo ist mein Team? Wo ist die Deckung? Ja. Die KVA hat soeben einen Titan auf den Hof gerollt. Verstanden, Bravo. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Mitchell, schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus. Ziele neben den Titan. Wir verstärken das Trophy-System. Nochmal. Haben Sichtkontakt zu einer Munitionskiste. Ey, könntest du mal laufen? Alter, ich krieg hier gleich einen Rappel, ey. Oh, was ist denn hier für Action? Das ist doch unnormal. Ja, wir fahren jetzt hier einfach vor. MT ist deaktiviert. Raus da. Raus ja, ja. So, alles klar. So, jetzt sind wir raus hier. Verstanden, Bravo. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Den Werfer und schalte den Titan aus! Alter, Leute, das ist doch unnormal, oder? Den Titan mit dem Werfer erledigen! Alter, Mann! Gib mir... Gut gemacht, Mitchell. Ja, du musst mir auch mal Deckung geben, du Vollpfosten, und hier nicht nur... rumlabern. Wir haben das Sicherheitsprotokoll überbrückt und versuchen einen GAU einzuleiten. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Verstanden, Prophet. Wir sind unterwegs. Junge, Junge, Junge. Wir müssen zum Kontrollgebäude. Bewegung! Ja, dann mach die Scheiße jetzt hier auf, ey. Achtet auf Zivilisten. Am schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter. Roger, öffnen wir die Türen. Einer nach dem anderen. Los. Sicher. Hier entlang. Bravo, die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil.
können wir es noch schaffen. Ach du Scheiße. Die armen Teufel hatten keine Chance. Weiter. Wie sollen wir das denn noch schaffen, bitte? Rechts halten. Es gibt eine Abkürzung. Aber da wird es hässlich. Zusammenbleiben. Ja, ey, hier in Atomkraftwerk rumlaufen. Wie krank ist das eigentlich? Karte, die Tür öffnen. Verstanden. Komm, mach den Scheiß auf hier. Jetzt hält jede Sekunde. Mach mal die Tür auf. Ganz ruhig bleiben. Kontakt! Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Aufschalten! Leg dich hin! Scholle einsetzen! Durch, 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 hier, komm. Da geht's nicht weiter. Bis zum Kontrollraum sind es noch 300 Meter. Verstanden. Heftiger Widerstand im Reaktorraum. Verstanden. Alter, wie die treffen, ne? Komm, Maka, komm! Mitchell, drück den Knopf.
Ist aber wichtiger, hier schneller da ranzukommen, als da alles down zu machen. Verstanden. Wir haben nur noch Granatenwerfer. Oh, wir hätten auf drei Granaten. Ja, okay, nehmen wir erstmal den. Was war denn Angriffsdrohne? N. Der Ausgang ist auf den oberen Stegen. Obere Stege, los! Ich verstehe kein Wort. Weiter, wir haben es fast geschafft. Alter, was für ein Massaker! Komm, mach doch die Tür auf, Mann! Kontrollraum direkt voraus. Da ist er! Gott, alles okay? Mir geht's gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie haben die Tür präpariert. Diese Konsole ist noch aktiv. Einklinken und Diagnose starten. Los an die Konsole. Okay, benutzen. Prophet, seht ihr das? Bestätigt. Wir sehen dasselbe. Okay. Kerntemperatur stabil. Die Kühlbecken müssen geflutet werden. Moment. Das Niveau sinkt. Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Was? Gerade war es noch stabil. Versuche Umleitung. Gideon, Kerntemperatur ist kritisch. Abbruch. Gideon, ich mach das. Wir haben eine Stufe 7. Sofort aus dem Bereich weg. Scheiße. Verstanden. Bravo. Status ist kritisch. Weg hier. Scheiße, Alter. Immer weiter!
Komm, steh auf! Alle Einheiten, landen und... Da ist er! Bring uns runter! Er ist tot! Prophet, Atlas-Team evakuiert! Bereich ist kompromittiert! Wo bleibt die verdammte Luft unter... Mitchell, komm schon! An Bord, los! Oh Mann, Leute. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Das muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Wahnsinn. Oh, ich muss erstmal hier meine Verbesserungen wieder durchführen. Wir haben einen Punkt und ich würde sagen, wir machen Rückstoß, können wir diesmal nicht. Widerstand, Primärgranaten, die ganzen Granaten. Ne? Da bin ich ganz ehrlich, da ist man völlig mit überfordert mit diesen ganzen Granaten. Erkundung, wir machen mal Erkundung. Jawohl. Ja, Leute, ich sage vielen Dank. Das war die nächste Folge von COD. Wir hören uns morgen wieder. Bis denne. Ciao, Lowie.